Die Amerikaner hatten schon immer das Klischee, dass sie nicht besonders viel Wert auf Qualität, Materialauswahl und Spaltmaße geben. Doch seit Fiat die Marken Chrysler und Jeep übernommen hat, hat sich das auch beim Grand Cherokee wahnsinnig verbessert. Hier steht er mittlerweile in der zweiten Auflage und somit darf ich euch zu unserem Video über den neuen Grand Cherokee Summit begrüßen. Der neue Grand Cherokee spielt so ziemlich jedes Liedchen, das man sich von einem Wagen aus der Luxusklasse erwarten kann. Hierbei kann man zwischen 5 plus 2 Ausstattungsvarianten wählen, das sage ich deshalb so, weil man hier auf die 5 Basisvarianten zählen kann, also die straßentauglichen, plus die 2 Sportvarianten, da spreche ich eben vom SRT8 bzw. vom Trackhawk, der voraussichtlich nicht in Österreich bzw. in Europa erhältlich sein wird. Die Preise beginnen bei knapp 60.000 Euro. Hat schon eine sehr umfangreiche Ausstattung, man muss dafür aber auf sehr kleine Gimmicks verzichten, wie zum Beispiel den Abstandstempomat, die Luftfederung und das Panoramaglasdach. Wenn einem das nicht so viel wert ist, kann man natürlich auch die Basisvariante nehmen, weil man bekommt trotzdem immerhin die 8-Stufen-Automatik, den komplett digitalen Display, das große Navi drinnen und. So wie wir ihn hier haben, ist es in der Summit-Ausführung und wir kommen auf knappe 97.000 Euro. Dafür bekommt man eben diese ganzen Luxusspielereien und man muss damit rechnen, dass er trotzdem 20.000 Euro billiger ist als eine X5 in der vergleichbaren Ausstattung. Die Motorenauswahl beim Grand Cherokee hängt sehr stark mit den Ausstattungslinien zusammen. So bekommt man für die unteren Varianten wie der Laredo und Limited einen 190 PS-igen Diesel, den es bei den oberen Varianten wie Overland und Summit nicht mehr gibt. Man hat hierbei die Wahl zwischen einem 3 Liter V6 Diesel mit 250 PS, der am beliebtesten in Österreich ist, einem 3,6 Liter V6 mit 286 PS und einem 5,7 Liter V8 mit 350 PS. Obwohl der in Österreich nicht sehr beliebt ist, beziehungsweise generell in Europa, weil er eine deutlich geringere Anhängelast hat, obwohl er 100 PS mehr hat als der Diesel. Am Heck hat Jeep den neuen Grand Cherokee nur leicht verändert. So haben die LED-Rückleuchten ein neues Design bekommen, das war es auch eigentlich schon. Unter der Heckklappe, die sich nicht mehr separat von der Scheibe öffnen lässt, befindet sich ein nicht ganz so kleiner Kofferraum mit 782 Liter Volumen, was für einen SUV dieser Klasse nicht schlecht ist. SUVs haben eigentlich nicht einmal einen so großen Kofferraum, wie es die Wagen vermuten lassen. Wenn man mit dem Wagen eine Reifenpanne hat, könnte das ein ziemliches Problem werden, weil der Reservereifen einen Durchmesser und das Gewicht eines Ölfasses hat. Der neue Grand Cherokee überzeugt erst recht im Innenraum. Überall, wo man hinsieht, ist Leder, sogar in den kleinen Details, wo man es gar nicht mehr erwartet. Zum Beispiel hier unten, wo alle anderen Hersteller Hartplastik haben, außer die Luxusanbieter, ist hier sogar eine Schicht Leder drüber gezogen. Das sind so Details, die mir persönlich sehr gut gefallen und somit kann man wirklich sagen, dass der Grand Cherokee nicht mehr dem typischen Ami-Klischee entspricht. Was man aber merkt, dass das Auto von 2014 ist, das heißt, die Qualität von dem digitalen Tacho bzw. auch von dem Display in der Mitte ist nicht mehr ganz so gut. Dafür ist die Bedienung wieder umso besser. Es ist alles relativ einfach, obwohl ich auch die komplette Klimabedienung da oben habe, ist es sehr einfach zu verstehen. Assistenzsysteme haben wir wahnsinnig viele an Bord, von Abstandstempomat mit Stop-and-Go, Querverkehrswarnung, Rückfahrkamera, Spurhalteassistent, Auf- und Ablenksensor, Regensensor, Lichtsensor und. Es funktioniert vor allem auch alles sehr gut. Der Abstandstempomat funktioniert sehr, sehr schnell, er arbeitet sehr gut, erkennt sogar Radfahrer. Der Fernlichtassistent arbeitet super schnell in der Nacht mit Auf- und Abblenden. Das sind so auch so Sachen, wo man sagen muss, das ist einfach gut. Egal, ob das Auto jetzt 4 Jahre ist oder brandneu, es zeigt einfach trotzdem, dass die Leute was drauf haben. Thema Fahren ist der Wagen sehr, sehr gut. Wir haben hier eine Luftfederung an Bord, die ist bei Overland und Summit serienmäßig dabei. Die schluckt so ziemlich alles, was irgendwie eine Unebenheit auf der Straße bildet.
Man kann im Sportmodus, merkt man, wie er härter wird, dann langt er noch weniger, wenn man mal ein bisschen kurviger fährt und sportlicher. Aber das will man mit dem Auto gar nicht. Ich finde persönlich, dass das unnötigste Feature in dem Auto die Schaltwippen sind, weil er ist für mich einfach nur zum Cruisen da. Die 8-Gang-Automatik arbeitet butterweich und das ist auch so ein Feature, was man sagt, für Streckenfahren ist es absolut perfekt. Hinten zeigt der Grand Cherokee, dass er ein echtes Luxusauto ist. Leder, wohin man blickt, man hat genug Beinfreiheit, kleine Zusatzfunktionen wie Sitzheizung und die Klimabedienung hinten, eine wirklich bequeme Armlehne und sehr gute Sitze. Was mir auch persönlich ganz gut gefällt ist, ich kann hier noch in eine Liegeposition übergehen mit den Sitzen, was das Fahren gleich noch bequemer macht. Wenn man jetzt zum Beispiel nach hinten sitzt und bequem nach Kroatien oder zu einer Geschäftsreise fährt, könnte man sich auch noch die Fernseher hinten dazu kaufen und man stellt sich einfach über den HDMI-Anschluss und die Steckdose nachher dann die Xbox hinein und kann ein bisschen spielen. Ja, wie gesagt, Kopffreiheit ist absolut in Ordnung, was bei Autos mit einem Glasschieberdach oft sehr problematisch ist. Aber hier ist es absolut ausreichend. Alles in allem ist der neue Grand Cherokee ein echtes Multitalent. Er ist luxuriös, komfortabel und kann auch, wenn es sein soll, im Gelände ordentlich vorankommen. Ein paar Mankos gibt es natürlich immer wie bei jedem Auto, und zwar man merkt, dass es ein Facelift ist. Die ganze Technik vom Innenraum ist eher schon von 2014 und nicht mehr am neuesten Stand. Da wünsche ich mir noch, wenn Jeep noch etwas nachbessern würde. Ein weiteres Manko ist natürlich auch, dass ich für die hinteren Fensterheber keine One-Touch-Funktion habe, was bei weitaus billigeren Autos schon Standard ist. Auf jeden Fall danke an das Auto aus Papas in Graz für die Bereitstellung dieses Wagens und bis zum nächsten Mal.